Wie kannst du die Kreisfläche berechnen, ohne den Taschenrechner zu verwenden? Zwei Beispiele bzw. zwei Möglichkeiten zeige ich dir jetzt. Ja, die Fläche von einem Kreis berechnen, ohne den Taschenrechner zu verwenden. Wie geht das? Nun, also zunächst mal, die Formel für den Flächeninhalt von einem Kreis ist Pi mal r². Flächeninhalt ist gleich Pi mal r zum Quadrat. Möglichkeit 1. Sagen wir, der Radius sei 2 Meter. Dann kannst du sagen, der Flächeninhalt ist ungefähr. Also Pi ist die Kreiszahl. Pi ist 3,14159 und so weiter. Wenn du es genau haben willst, naja, verwendest du am besten den Taschenrechner. Wenn es allerdings ohne Taschenrechner laufen soll, dann mach folgendes. Flächeninhalt ist ungefähr Pi, da machen wir jetzt nicht 3,14159, sondern wir sagen einfach mal 3. 3 mal r². 2 Meter zum Quadrat. Wichtig, nicht 2 quadrieren, sondern 2 Meter. 2 Meter und das Ganze quadrieren. So bedeutet, a ist ungefähr 3 mal 2 Meter mal 2 Meter ist 4 Quadratmeter. Also 2 Meter quadrieren bedeutet 2 Meter mal 2 Meter und 2 mal 2 ist 4, Meter mal Meter ist Meter Quadrat. So, und jetzt 3 mal 4 ist 12 und zwar Quadratmeter. Das heißt, der Flächeninhalt wäre ungefähr 12 Quadratmeter. Wenn dir das zu ungenau ist, andere Möglichkeit. Und zwar, wir setzen nochmal hier an. Also, der Flächeninhalt war ja Pi mal r². Und jetzt nehmen wir Pi mal etwas genauer an und sagen 3,14 mal r², sagen wir wieder diese 4 Quadratmeter. 4 Quadratmeter. Also Radius soll wieder 2 sein, dann erhalten wir den quadriert 4 Quadratmeter. Also 3,14 mal 4 Quadratmeter. Jetzt machen wir schriftliche Multiplikation. Also 3,14 mal 4. So, von hinten nach vorne. Also 4 mal 4 ist 16, 6 schreiben, 1 merken. 4 mal 1 ist 4 plus die 1 vom Übertrag ist 5. Und 4 mal 3, 3 ist jetzt die vorderste Stelle, 4 mal 3 ist 12. 12. Also 1256. Wir haben 2 Stellen hinter dem Komma, also auch im Ergebnis 2 Stellen hinter dem Komma. Also 3,14 mal 4 ist dann 12,56. Schriftliche Multiplikation, wer es nicht mehr kann. Das heißt, der Flächeninhalt ist ungefähr 12,56 und zwar Quadratmeter. Ja, soweit mal zur Kreisfläche ohne Taschenrechner. Wenn dich das Rechnen am Kreis noch interessiert, wenn du noch mehr lernen möchtest, weitere Formeln und Beispiele brauchst, dann schau mal hier in die Endcard rein, dort werde ich dir weitere passende Videos verlinken. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.